Hallo Crazy Kids, willkommen zu einer neuen Folge von Coolchamber TV. Heute zu Gast der Alex Amsterdam, ein bekannter, renommierter Düsseldorfer aus Ding aus Orange, ich meine. Dich kennt man ja, dich gibt es auch schon ein bisschen länger, ne? Mhm. Erzähl mal ein bisschen von dir, was? Ja, seit 1980 gibt es mich ja schon. Also ein Jahr länger als den Herrn Finke. Ja, auf der Bühne allerdings eher seit 2006. Ah, okay. In Amsterdam. Aber du spielst schon ziemlich viele Konzerte, ne? Schon, ja. Du machst alles selber mit Booking und das? Das mache ich alles selbst, ja. Also 100 im Jahr ungefähr und ja, so 2006 kann man sich ja ausrechnen. Was so viel bisher so war. Auf jeden Fall, kann man schon von leben, einigermaßen? Man kann davon leben, ja. Einigermaßen, aber auch irgendwie geht's. Das war ja jetzt eigentlich ein Traumhof. Ja, ein bisschen schon, ja. Ja. Sehr schön. Und gibt es was Neues bald von dir zu hören? Es gibt was Neues. Ich habe jetzt eine neue Band am Start. Ich bin selber immer nur Solo unterwegs. Und dieses Jahr geht es im Mai ins Studio und dann spät im Sommer wird es dann das Album. Ich habe schon Pretty Baby gesehen bei der Bandpremiere. Sehr feine Sache. Wird das dann wohl in Zukunft immer eine Band sein oder machst du auch noch Solo? Ich werde natürlich auch weiter Solo spielen, um mein Konzertchen zu halten, natürlich. Und was ich auch ganz gerne mache, so wie ihr ja auch wollt. Und ja, aber ich brauche auch mal wieder ein bisschen Bühnenfeuer und ein bisschen rumhüpfen auf der Bühne und so. Und brauche eine Reihe. Welchen Solo-Rock'n'Roll-Song haben wir denn heute? Es gibt eine ganz neue Nummer, die heißt Idols. Habe ich vor ein paar Wochen erst geschrieben und ja, mal gucken. Sehr schön. Bin gespannt. Alles klar. This is not the way how to be.